Meine lieben Hobbyhexer, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Witcher 3. Und wir haben in der letzten Folge schon ein paar Schemas für die Ausrüstungselemente der Katzenschule besorgt. Fand ich sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter, denn ein paar fehlen uns noch. Und wir müssten quasi hier hinten hin. Da wäre das nächste. Könnten wir rein theoretisch das hier noch mitnehmen, das Fragezeichen. Ja, und dann müssen wir uns zur Gregorsbrücke, nicht Georg, müssen wir uns dann rüberporten. Gut, pass auf. Wir schnappen uns hier das Bötchen. So. Zack. Dann schippern wir darüber, ne, würde ich sagen, oder? Müssen wir mal gucken hier. Da ist das Ruder. Oh. Nein. Oh, Mensch. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich da rein, aber irgendwie geht das gerade nicht. Oder? So, jetzt. Bisschen ungünstig geparkt, das Ding hier. So. Gut, einmal zurück. Einmal eben wenden, jawohl. So. Oh. So, und dann nochmal eben auf die Weltkarte gucken. Oder segeln wir komplett rüber? Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. Obwohl, da ist ein Boot, ne? Ja, komm. Segeln wir schnell rüber. Das sollte hoffentlich nicht zu lange dauern. Schön, schön durch die Nacht. Hat auch was, ne? Ist irgendwie ein bisschen romantisch auch. Dann müssen wir hier am Leuchtturm vorbei. So. Ja. 1.04 Uhr ist es gerade hier im Spiel. Ist nicht viel los. Aber wir sehen hinten schon die Stadt in der Skyline quasi. Richtig schön. So, und unter uns befinden sich ekelhafte Viecher. Aber das ist uns auch egal eigentlich. Warte mal. Ich setze mir hier mal eine Markierung. Ist das ein bisschen einfacher zu navigieren. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir gleich eine gute Anlegestelle haben, wo wir dann auch hoch in die Stadt kommen. Das wäre toll. Dann brauche ich nicht so weit laufen. Mal gucken. Ja. 340 Meter. Und gleich da. Das ist gut. Hier ist auch schon das Hafenviertel. Gucken. Hier einmal rum. Ah, das sieht so cool aus, ne? Mit den Lichtern da oben. Ich bin immer noch verliebt in dieses Spiel. Ich kann es leider nicht anders sagen. Wunderhübsch. Okay, da ist unsere Anlegestelle hier vorne. Ja, und man kann tatsächlich da hoch. Das ist perfekt. Dann machen wir einfach hier mal eben so. Zack. Lassen das Steuer los. Das Schiff brauchen wir nicht mehr. Und. Na komm.
Guten Tag, Herr Hexenjäger. Ich habe eine narrensichere Methode, Hexen zu exorzieren. Ta-ta-ta-ta-ta. So, dann gehen wir hier hoch. Bisschen Treppen steigen. Ist gut für die Figur. Nicht, dass Geralt das jetzt nötig hätte, aber, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Ein paar Kalorien verbrennen muss auch sein. So. Und hier war jetzt irgendwo noch ein Fragezeichen, ne? Ach, da hinten ganz. Okay, da gehen wir anschließend hin. Machen erstmal das eine. Sonst lasse ich mich wieder zu sehr ablenken. Neue Markierung. Kurfürstenplatz. Mhm. Wieder ein Schön. Tag im Arsch. So. Guck mal. Irgendwo hier unten. Aha, aha, aha. Kommt man hier runter? Ja, ne? So. Ist immer noch tiefer. Warte mal. Eben schauen. Es ist, glaube ich, da unten, ne? An der Küste. Das wäre mega mies. Komme ich da irgendwie runter? Abgeschlossen. Kammerdiener. Ja, ich glaube, wir müssen wieder komplett runter. Oder? Kann ich hier ins Wasser jumpen? Ja, sehr gut. Hat funktioniert. Glück gehabt. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Schiff hier weitergefahren. Aber gut. Wir schwimmen mal eine Runde. Okay. Ah, da hinten ist auch Strand. Alles klar. Muss ich hier tauchen? Komme ich hier irgendwie durch? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Gar nicht so einfach, das zu finden. Wir gehen hier nochmal gucken. Kommt man da irgendwie hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, wir gucken hier nochmal. Können wir hier irgendwo durchtauchen? Nee. Kacke. Das ist doof. Vielleicht? Nee. Okay, vielleicht waren wir oben doch richtig. Mal gucken, wie sieht's hier aus? Gar nicht tauchen. Schade. Ich muss mal eben auf der Karte schauen, weil ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin hier. Ach, guck mal, wir sind jetzt komplett auf der anderen Seite. Okay, da ist eine Höhle. Interessant.
hier lang. Hier kommen wir nicht weiter. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oder? Ne. Hier ist ja mal gar nichts. Außer ertrunken, ne? Gut. Wir gehen mal hier hoch. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, hier kommen wir nicht hoch. So. Oh. Au, 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 au. Gut, wir schwimmen mal hier durch. Und versuchen mal wieder hochzukommen. Mal sehen, ob hier irgendwie ein... Ja, hier geht's hoch. Gut. Dann also hier lang. Eine kleine Extra-Runde gedreht, quasi. Hier wird nicht rumgehangen. Ja, ja, weiß ich. So, ich gehe jetzt absichtlich mal hier lang. Hier mal eben gucken. So. Hier ist wieder der Kammerdiener. So, und die Markierung war hier irgendwo, ne? Okay, warte mal, ich speichere hier mal. Einfach mal, so, fortfahren. Falls mir was passiert. Eieieiei. Das ist 100 pro hier irgendwie so eine versteckte Höhle. Ja, und da sind wir tot. Siehst du, gut, dass ich gespeichert habe. Gar nicht so einfach, das zu finden. Gucken wir gleich nochmal. So. Direkt unter uns, ne? Hm? Okay, immer noch unter uns. Alles klar. Da, wieder gestorben. An derselben Stelle wie eben. Kacke. Gibt's doch gar nicht. Die wollen uns ärgern. Moment, da bin ich nicht mit einverstanden. So. Okay. Hier muss man echt vorsichtig sein. So. Okay, dann hier. Da ist wieder... Okay, warte mal. So. Gehen wir mal hier lang. Da ist eine Höhle, guck. Mega. Eine Illusion.
Interessant. Dann lass uns mal gucken. Ach, wie cool. Wir speichern schon mal. Ich hätte gerne meine Waffen wieder. Wieso kann ich meine Waffen schon wieder nicht benutzen? Moment. Das ist ja schon wieder super merkwürdig. So. So. Alles klar. Was haben wir denn hier? Für ein Vieh. Ein Golem. Okay. Golem war, glaube ich, Irden, ne? Oder? Mal gucken. Aua. Autsch. Ja. Weg ist er. Guckt mal, da gibt es ein Golemherz. Vielen Dank. So, und unsere Waffe ist kaputt. Dann müssen wir die mal eben reparieren hier. Wir haben ja genug Reparatursets mittlerweile. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Dann sind die anderen hier. Meister, Anfänger. Ja, wir machen erst die Anfänger fertig. So. Gut, dann gehen wir weiter gucken. Mal sehen, was wir hier so Schönes finden. Ein bisschen Licht kann auch nicht schaden. Und dann haben wir hier... Oh. Haben wir hier ein Türchen. Schlüssel benötigt, ja. Das ist mies. Schlüssel habe ich nicht. Kriege ich denn jetzt den Schlüssel her? Mal gucken. Was sagt die Karte? Ah, wir sind jetzt... Ah, ja, 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 okay. Hier vorne kommt gleich das Fragezeichen. So. Interessant, interessant. Da. Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Okay. Ich kann auch einfach das Licht anmachen, dann habe ich auch Erleuchtung. Ah, das ist ein Rätsel, okay. Ich merke schon. Aufnehmen. Forschungsnotizen. Lesen. Gemäß den Anweisungen unseres Leiters Irenois war Steingart haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen konnten. Ah, ja, ja, ja. Okay. Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Gut, die müssen wahrscheinlich... alle in den Kreis gucken, oder? Der guckt... Oh! Hallo? Ist aber nicht mehr. Der hier noch? Okay. Nächster bitte.
Und nochmal. So. Jawohl. Hier auch noch. Auch nochmal. So. Und den hier. Ja, hat funktioniert. Geil. So, jetzt gibt's Ärger. Aber ich lasse die erstmal da. Geheimnisvolles Rezept. Lieber Pascal, lieber Timo, da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich diesen stinkenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch, wie versprochen, das Rezept meines berühmten scharfen Huhn-Kürbiseintopfs auf. Kürbis, Hühnerschenkel oder Brust, wenn es nicht anders geht. Kokosmilch, schwer zu bekommen, aber es gibt ein Schiff des Importhandels, Upigenberg und Söhne, das jeden ersten Mittwoch im Monat den Hafen von Novigrad anläuft und alles Mögliche verkauft, sogar gestreifte Pferde. Restliche Zutatenliste unleserlich, Seite zerrissen. Den Rest werdet ihr sicherlich allein hinbekommen. Viel Erfolg. PS, entschuldigt, ihr mir eingefallen. Okay. Interessant. So, jetzt muss ich da wahrscheinlich rein, ne? Laborschlüssel, yes. Den wollten wir haben. Lass sie mich wohl in Ruhe. Kackviecher. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hier noch weiter? Nee. Manu! Komm hier nicht raus. Jetzt. Jawohl. Die Viecher haben gerade unsere Rüstung schön zerstört. Okay, warte mal. Wir können auch mal eben einmal eine Meditation machen, ne? Dann einmal Inventar. Dann reparieren wir mal eben schnell. Ist ja kein Problem. Haben wir ja alles da. So. Guck mal. Als wäre nichts gewesen. Kuckuck. Jemand zu Hause? Oh. Okay, wir müssen nochmal eben speichern, glaube ich. Da sitzt jemand. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Deswegen, gehen wir mal hin. Nicht gut, ja. Nicht böse, nur Schmerz. Das ist doch nicht so schlechte Idee. Oha! Oh!
Ja, Ruhe ist. Mondklinge. Schema Katzenhose, Katzenhandschuhe, Katzenstiefel, Katzenrüste. Geil, wir haben alle. Mega. So, jetzt haben wir noch ein Buch bekommen. Das lesen wir uns mal eben durch. Quest aktualisiert. Quest abgeschlossen. Da, Labornotiz. Tag 1. Zum Glück hat der Teleport uns direkt in mein Labor gebracht. Es ist gut, zu Hause zu sein. Diese lecke Nussschale hing mir zum Hals raus. Hoffentlich hat der Sturm, den ich beschworen habe, sie auf diesen spitzen Riff vor Grashügel geworfen. Die Experimente, die meine Studenten in meiner Abwesenheit mit den Ertrunkenen durchgeführt haben, haben nicht die erwarteten Ergebnisse erbracht. Wie üblich muss ich alles selber machen. Ich werde dem Subjekt ein Absud medizinischen Opiums verabreichen. Diese Mohnblumenmilch hält den Hexer halb bei Bewusstsein, sodass er zu keinerlei Widerstand fähig ist. Die Studien beginnen. Anmerkung, ich muss meine geplanten Experimente unterbrechen, solange ich den zerstörten Teil meines Labors in Ordnung bringe. Die Knochen im Unterarm meines Assistenten habe ich gerichtet. Ich werde dem Hexer jetzt eine vierfache Dosis Mohnblumenmilch verabreichen. Vierter Tag. Das Subjekt zeigt die erstaunlichste Widerstandskraft gegen physische Folter. Es war erst nach dem zweiten Tag intensiver Arbeit gebrochen. Moderat befriedigende Ergebnisse des Verhörs. Ich konnte Informationen zur Hexerausbildung und der Katzenschule allgemein gewinnen. Wie ich vermutete, sind die Hexer der Katzenschule größtenteils elfischer Abkunft. Die Schule muss irgendwie mit den älteren Völkern in Verbindung stehen. Addendum. Vielleicht war der Gründer ein Enseide-Elf? Subjekt ist zu weiteren Studien nicht mehr geeignet. Ich setze die Mohnblumenmilchgabe aus. Tag 7. Ich verabreichte einen Extrakt aus Wasserschierling und Schierling. Bei typischen Vertretern der Enseide verursacht eine solche Mischung eine Paralyse des peripheren Nervensystems und schließlich auch der Nervenenden. Dies führt zur Paralyse der Muskeln, des Stützapparats, der Lunge und des Herzens. Schließlich tritt der Tod durch Erstickung ein. Natürlich ist der Hexer kein typischer Vertreter irgendeiner Spezies. Das Gift schien zwar eine milde Irritation seines Nervensystems zu bewirken, doch sein mutierter Körper konnte die schädlichen Alkaloide rasch neutralisieren. Binnen Stunden sind alle Symptome des Gifts, das ich verabreicht habe, abgeklungen. Tag 15. Injektion des Seewespentoxins erbrachten nicht die erwarteten Ergebnisse. Zur Verstärkung der Giftwirkung habe ich Ethylalkohol in seine Wunden gegossen. Sein Nervensystem ist offenbar immun. 26. Tag. Das Subjekt wurde gefoltert, vergiftet, verbrannt, eingefroren, ausgehungert und dehydriert. Trotz alledem funktioniert sein Körper weiterhin. Es isst und trinkt selbstständig. Bewegt sich eigenständig durch die Zelle und kann einfache Worte bitte trinken, nicht wehtun, aufhören, artikulieren. Schluss. Wie ich vermute, ist der Hexer der ideale Besessene. Ein Dämon, der in einen so exzellenten vorbereiteten Körper gebannt wird, wird zum leibhaftigen Tod, zum Rachegeist aus Fleisch und Blut und untersteht meinem Befehl. Seit den Zeiten von Malas, Pin und Alsor ist es niemandem gelungen, ein Wesen von solcher Macht zu erschaffen. Dies ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Zeit, mit der Beschwörung zu beginnen. Interessant. Ja, und ist auch die Figur der Katze. Perlen des Nordens, Ochsenfurt, brauchen wir nicht. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Irgendwas Interessantes. Jo, ein bisschen Alkohol, das ist gar nicht so verkehrt. Können wir unsere Schwalbe wieder machen. Igniglyphe, ja. Runstein, Zwergenschlag, Lederbänder. Verbesserter Nordwind. Schön. Gnomische Scherze hier. Da ist nur noch ein Buch drin. Was ist das? Kuhmilch, Ziegenmilch, nehme ich gerne mit.
Wobei die ja eigentlich schon, ne? Die dürfte eigentlich nicht mehr so gut sein. Die liegt hier ja wahrscheinlich schon ein paar Jährchen rum. Ervelus und eine Wasserflasche. Nehme ich auch sehr, sehr gerne mit. Guck mal hier nochmal. Blutmoos. Krähenauge, ja, komm. Alles klar. Guck mal, da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon durch hier. Wobei, durch ist gut. Eigentlich wollte ich ja, ne? Ich wollte ja eigentlich noch was anderes machen, aber wie es denn hier immer so ist, kommen wir zu nichts. Gut, dann, Was haben wir hier? Guck mal, hier geht's noch weiter. Interessant. Da brauchen wir ein bisschen Art. Batz. Und dann gucken wir mal, wo der Weg hier hinführt. Gas. Silbererz. Okay, und Rechnung für einen Golem. Ah! Ausgestellt von Yehuda Löw. Käufer Irenü war Steingart. Gekaufte Waren Wachgolem. Tonerde Porzellan. Garantie. Im Falle einer Beschädigung der Keramik bitte bei der nächsten Niederlassung von Yehuda Löw und Lehrling melden. Der Golem kann nur von qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens wieder instand gesetzt werden. Okay. Ich schätze mal, das war der Kollege, gegen den wir... Huch. Gegen den wir gekämpft haben. Gut. Dann können wir wieder abhauen. Ah, da ist noch eine Kiste. Guck mal. Ist er irgendwie ran? Warte mal. Ja. Wunderbar. Falsch gelaufen. Upsi. Mal eben auf der Karte gucken. Okay. So. Ich glaube hier lang. Ja, das sieht gut aus. Guck mal. Jetzt sind wir hier wieder, wo wir hergekommen sind. Sehr schön. Dann würde ich sagen, perfekter Ort für ein Päuschen. Wir genießen die Aussicht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit The Witcher 3. So, aber jetzt zum Abschluss nochmal eben eine kleine Sache. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Kanalmitglieder zu werden. YouTube hat mich darüber informiert. Ich habe mich sehr gefreut. Wenn ihr also den Kanal ein bisschen unterstützen möchtet, wenn ihr zukünftige Projekte unterstützen möchtet oder einfach nur, wenn ihr zu viel Geld habt, dann schaut mal auf unserem Kanal nach einer Kanalmitgliedschaft. Dann könnt ihr euch da gerne austoben. So, genug der Werbung. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Wir sehen uns bald wieder, dann geht's hier weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und wie immer. Tschö. Mit Ö.